Moin zusammen und willkommen zurück in Enderal im Krämerladen von... Ja, der ist ja hinten. Ich kenne seinen Namen gerade leider noch nicht mehr. Aber... Wo ja. Hab ich das nur hingetan? Kuro. Von Kuro Krämersohn. So, Kuro. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich will jetzt hier mal einmal gucken, was er so hat. Vielleicht gibt es hier was, was... Das. Schaut einfach selbst. Genau, vielleicht gibt es ja hier was, was für uns sinnig ist zu kaufen. Bisher war leider noch nicht wirklich was dabei. Bei allen Sachen, die wir hier so im Dorf gefunden haben. Ja, man hätte sich zum Beispiel ein Ambrosia oder so holen können, aber... Ja. Aber ansonsten eigentlich nichts wirklich dabei. So. Noch eine ganze Menge Geschichten auch. Ne, der hat auch nichts, was ich so haben möchte, sag ich mal. Das bedeutet, ich würde doch einfach mal sagen, machen wir uns an die Quest, die Schreitet wir wohl. Ja, du auch. Und so. Wir haben ja eigentlich bei Silas angefangen. Da bin ich ein bisschen von Silas abgedriftet und bin zum Bürgermeister gegangen, warum auch immer. Hat sich halt so ergeben. Und jetzt haben wir zwei Quests im Questlog. Zum einen den nächsten rätselhaften Ort finden. Ah ne, drei sogar. Dann das Schönheitselixier finden und Pentas Haus nach Hinweisen durchsuchen. Ich würde aber erstmal sagen, wir gucken nach dem rätselhaften Hinweis. Dafür gehen wir einmal... Schreitet wohl! Ja, du auch. Dafür gehen wir einmal runter. Moment eben. Ich sehe da hinten was Interessantes. Was Interessantes. Und zwar, hier ist ein Fluss. So, und das kann jetzt wirklich mit dem Rätsel zu tun haben von Silas. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen abseits der eigentlichen Spielwege hier so ein bisschen rum. Oh. Aber das nehmen wir mit. Die Baldeswurz. Wurzel. Also. Da ist der... Da vorne ist der Hof. Da ist der Schrein. Und dem Weg... Ach, guck mal, das fließt ineinander. So, ja, dann ist das nicht das, was ich vermutet habe. Dann ist es vielleicht doch bei dem einen Baum. Wir gehen nochmal kurz und lesen den Hinweis vom Schrein. Oh, Schmetterling. Hallo, Schmetterling. Ja, genau. Wir lesen nochmal die Hinweise hier. Also, am Beginn des Stroms, im Westen ein großer Fels mit erhobenem, kahlem Baum. Am Beginn des Stroms. Ich kann hier noch nicht mal... Doch, jetzt kann ich's. Also im Westen. Ich hätte hier gesagt, aber das passt nicht. Da war ich. Und... Enters. Die Schatulle. Also hier wären zwei Sachen, die zusammenpassen. Oder ist das hier vielleicht? Dammwarte kann ich mir nicht vorstellen. Also wir gehen nochmal, wie gesagt, zum ausgestorbenen Baum, nachdem ich mir mal eben Kraft mache. Fußgraben weg hier. Das ist ein Meer, kein Fluss. So. Und der hier. Königskrabbe. Aber die hat's auch zerlegt. Ja, bisher kommen wir ganz gut zurecht mit Magie. Das freut mich. Nur das Magiker ist natürlich nicht so angenehm. Also hier ist der ausgehöhlte Baum oder was war das? Nee, nicht das. Das hier. Kahlem Baum. Erhobenem kahlen Baum. Am Beginn des Stroms. Es kann eigentlich nur bei einem Fluss sein. Ist zwar ein kahler Baum.
hoher Fels. Oh, warte mal. Vielleicht da oben? Oder ist es der Baum dahinter? Das ist ja auch ein hoher Baum. Lass mich mal hier hoch. Was ist das denn hier? Na, lass doch mal hingehen. Salzwurzel. Irgendwas anderes. Das könnte es natürlich auch sein. Bei dem hohen Felskeim. Das könnte hinhauen. Da. Aber ich wollte da vorne zu diesem einen Lager eben. Weiß gar nicht, ob ich von hier aus dann hin soll. Na, ist ja egal. Mal schauen. Was ist das hier für ein Lager? Ich schnappe ihn. Ah, klasse. Dann schäle ich dir das Fleisch von den Knochen. Wo ist denn der zweite? Ja. Nice. Also nicht nice, dass sie Diebe waren, aber nice, dass ich sie geschafft habe. Wir nehmen alles mit. Wir konnten aktuell noch alles gebrauchen, wir nehmen alles mit. So. Und hier haben wir einen Eintopf und ein Brot. Oh, das Brot ist gut. Set des Rattenfängers. Stiller Schritt des Rattenfängers. Oha. Ein Set? Stimmt, die haben hier jetzt Sets. Was kann die denn? Ein Angriff verursacht mehr Faden, regeneriert. Oh. Leben regeneriert sich schneller. Das gefällt mir. Vollwert will ich jetzt nicht rein. Aber ich kann auch noch nicht mal rein. Also gar nicht. Ja, cool. Haben wir Schuhe von einem Set gefunden. Aber jetzt gehen wir mal eben zu dem anderen kahlen Baum. Da. Der ganz große da. Der wird sein. Und wie kommen wir da hoch? Ich weiß, dass Arkane Fieber steigt. 27. Mal aufpassen. So, wie komme ich da hoch? Hier vielleicht? Ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr umsehen sollen. Als ich da war. Weil ich habe nur dahin geguckt und nicht nach hier links. Aber das sieht doch gut aus. Hier geht es, glaube ich, hoch. Ja. Ja. Oh. Da rechts ist ein Virenwurz. Ein Windwurz. Oh, hier. Oh, oh. Ilse. Yum. So, hier ist der kahle Baum. Da ist ein hohler Baum. Aber in dem hohlen Baum ist... Oh, doch, doch, ein Mana-Pilz. Ist an dem hohlen Baum. Und das finde ich ja so geil. Die haben einfach hier... Wahrscheinlich kann man fast überall hochklettern, um solche Sachen zu finden. Ich höre schon wieder einen Windwurz. Den werden wir uns auf jeden Fall holen. Mal gucken, ob es jetzt gleich noch einen Hinweis gibt oder ob wir schon was finden. Ach, da ist der Windwurz. So. Wahrscheinlich müssen wir hier hoch. Mana-Pilz. Schön die Augen offen halten. Was ist hier unten? Nichts. Und das hier? Auch nichts. Und so ein... Hä? Ah! Da wahrscheinlich. Eine Schatulle. Kalte Nacht. Kalte Nacht? Was ist denn kalte Nacht? Waffen? Ist das ein Einhandschwert oder ein Zweihandschwert? Macht 15 Schaden. Ja.
Wäre was, würde ich einen Zweihandkämpfer spielen, aber ich spiele einen Magier. Naja, was ist denn hier in der Schatulle drin? 100 Groschen und Nachricht an den Finder. So, dann gucken wir uns die Nachricht mal an. Werter Finder, wenn ihr das lest, bedeutet das, dass ihr mein Vermächtnis gefunden habt. Wer auch immer ihr seid, nehmt es. Nehmt es euch und setzt es für einen sinnvollen Zweck ein. Ich betone erneut, sinnvoll. Um keinen Preis in der Welt werde ich meine Töchter und ihren idiotischen Machenschaften meinen wohlverdienten Groschen überlassen. B. Lealek. Lealek. Ja. Mag seine Töchter wohl nicht, der Lealek. So, dann können wir jetzt zurück zu Silas und ihm die 100 Groschen geben. Der wird sich freuen. Der wird sich richtig freuen. So. Nee. Blum. So, wie komme ich denn jetzt am besten wieder runter? Ich würde sagen, wieder wie wir hochgekommen sind. Also da vorne. Hier war das. So. Ist klasse, dass wir das für den Silas jetzt schon erledigen konnten. Dann muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, dass ich mir Quest über Quest über Quest reinziehe. Und überhaupt nicht mehr weiß, was, wo, wie war, wie auch immer war. Silas! Silas! Wir haben was gefunden! Du hattest wirklich recht. Beim dritten Hinweis war ein Schatz versteckt mit einer Menge Groschen. Was? Wirklich? Das ist ja großartig! Wie viel war es? Dann machen wir halbe-halbe. 100. Eine Menge. Hier, das dürfte ungefähr die Hälfte sein. Ein Drittel geben. Hier. Einiges hier, das wäre dein Anteil. Tut mir leid, Junge, aber ich brauche das Geld selbst für den nächsten Mal. Nein, Hälfte, Hälfte. Boah, ist das viel. Mann, das ist so großartig. Tausend Dank, wirklich. Ich hoffe echt, dass das für den Spitzbartmann genügt. Komm jederzeit bei uns vorbei, wenn du reden willst. Alles klar? Mach ich. Du bist ein guter Mensch und Mama sagt immer, von denen gibt es viel zu wenige. Oha, wie viel. Direkt in Mana. Erinnerungspunkte. Stimmt, ich kann jetzt wieder was an den Erinnerungsdingern skillen. Nice. Wo ist der Mana-Baum? Da ist der Mana-Baum. Also, was ist das? Arkane Rage. Blitzzauber verursacht. Nee, wir benutzen Feuer. Doppeltes Wirken. Eine besonders mächtige Version ist zu wirken, wenn ihr diese in beiden Händen ausgerichtet gleichzeitig, ja? Ost- und Feuerzauber verursachen 15. Das heißt, Blitz sind die stärksten. Wir machen erstmal den Doppelzauber. Aber ich will eigentlich keinen Blitz benutzen. Ich bin Feuer eigentlich nicht schlecht. Blitz macht halt viel mehr Schaden, ne? Da muss ich nochmal gucken. So. Silas? Danke nochmal, wirklich. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Gerne. Netter Junge. So, ich weiß nicht, wo seine Eltern sind, aber die sind bestimmt am Arbeiten. Ich meine, die sind ja vom Wege her, ist es ja hier, vom Wege her Fischer. Nee, Farmer, Entschuldigung. Oder Arbeiter, ich weiß es nicht. Wenn es sowas gibt. Apothekari bestimmt nicht. Kann man hier hoch? Ja, man kann da hoch. Oh Mist. Warte. Ich kann wahrscheinlich. So. Da oben ist doch was. Kann mir doch keiner erzählen, dass da nichts ist. Da ist 100% was. Oh, doch nicht? Oh. Doch nicht. Naja, kann halt nicht. Dann gehen wir wieder runter. Ah, das ist nichts. Ich dachte, da wäre was am Liegen. Gut. Speichern wir jetzt erstmal. Und. Ja, das nächste, was wir machen, ist dann besuchen die Schatulle. Die ist ja in der Nähe auch vom Penthas Haus. Aber der ist doch schon weiter weg vom Dorf.
Das stimmt gar nicht so, was mir der Bruder vom Bürgermeister gesagt hat. Okay, die kann ich nicht plündern. Aber den Lachs. Der Lachs muss löppeln. So. Was haben wir denn da? Küstenhirsche? Jungs, ihr hättet gleich mal hier eine ordentliche Ladung Kamehameha bekommen. Oh oh. Oh oh. Verdammt. Hey. Also das mit dem Mana, da muss man mal aufpassen. Oder ist das hier auch ein Magiker? Mana. Alles klar. So, ist da die Hütte? Erstmal Korundum abbauen. Ich glaube, da oben ist die Hütte. Können wir gleich nachschauen. Ein Amethyst. Wie schön. Das freut mich. So. Einmal da oben hoch zum Haus. Oh, ich muss mich gleich wieder heilen. Oh, hier ist Eisenerz noch. Oder ich fress mal auch Brot. Wäre auch gar nicht schlecht, die Idee, genauso wie Mana-Pilz. Ich kann ja auch Mana-Pilz und Brot essen. So. Das ist hier beim... nicht beim Trinken. Nicht bei den Getränken. Hier ist das so. Eintopf. Wieder nehmen wir den Eintopf doch. Und... wo ist denn der? Da ist der Mana-Pilz. Oha! Wie schnell! Fleischloser. So. Da oben ist noch einer. Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er denn? Nice. So, noch den zweiten geplündert und dann ist das jetzt die Hütte. Lederschild, okay. Ich glaube, ich bin beim falschen Haus. Aber da können wir ja gleich noch runtergehen. Jetzt erstmal hier gucken. Schmuckschatulle? Oh. Ach, ist doch das gleiche Schlossknacksystem wie in Skyrim. Das ist jetzt das erste Schloss, was wir knacken. Nice. Auf Bögen. Ja, ist auch okay. Ja. Neues Schloss geknackt. Ja, was auch sonst? Das erste. Da unten. Okay, aber ich glaube, da sitzt wer. Ja. Da sitzt ja jemand. Hallo? Was? Okay, das ist der Schlüssel. Gut, hier sind Fackeln, das ist sehr gut. Die brauchen wir. Ja, wir können auch gleich noch plündern. Was liegt denn hier? Raubplan? Festlederharnisch. Okay. Benutzen Holzklotz.
Familie Kolz verlaufst. Ja, habe ich nicht. So. Dann mal gucken, ne? Fackel. Und rein da. Umgestürzter Tisch. Ich bin mir sicher. Sonst würde ich das doch nicht alles sagen. Was soll ich jetzt machen? Nichts. Was? Ich sagte, du sollst nichts machen. Was auch immer Mathildas Gründe waren, es geht uns nichts an. Sie und dieser Meldor sind es, die sich am Ende vor Malphas verantworten müssen. Und nicht wir. Aber... Kein Aber, Panthers. Wenn dieser Mann seinem eigenen Bruder so etwas antut, dann wird er dieses Geheimnis schützen wollen. Ganz egal, was passiert. Oha. Plot Twist. Okay, ja, wir können gleich noch durchgucken. Und hier? Ah ja? Und woher kommt das so plötzlich? Es kam einfach heute Morgen. Heute Morgen? Wann? Auf dem Schiff. Ich weiß, es klingt seltsam, aber es fühlt sich einfach richtig an. Wenn er dir nicht gefällt, können wir natürlich auch einen anderen nehmen. Es ist ja noch ein wenig hin. Nein, nein. Er gefällt mir. Damit wird sie glücklich. Bitte was? Das verstehe ich jetzt noch nicht. Vielleicht ergibt es gleich mehr Sinn. Wir müssen hier rüber. Oha. Das ist doch Irrsinn, Ray. Hörst du dir eigentlich zu? Mach das doch nicht schwerer, als es eh schon ist, verdammt. Glaubst du, uns fällt das leicht? Deine Chancen sind am besten, wenn du kooperierst. Chancen? Im besten Fall verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, verdammt nochmal. Wer auch immer euch diesen Schwachsinn erzählt hat, lügt. Und das weißt du. Jetzt haltet ihr euer verdammtes Schandmaul. Ich zähle bis drei. Wenn ihr bis dahin dieses Buttermesser nicht fallen gelassen habt, werdet ihr es bereuen. Ja? Weil ihr mich töten werdet, richtig? Bist du denn so blind, Jael? Dieser Kerl ist kein Gardist, sondern ein Söldner. Eins. Herr, ich denke, es gibt keinen Grund. Zwei. Drei. Weitere Hinweise suchen. Moment mal eben. Also draußen müssen wir weitere Hinweise suchen. Ja, also ich plünder jetzt noch nicht. Wir müssen erstmal nach draußen. Okay, also das ist ein abgekartetes Spiel. Habe ich mir schon etwa so gedacht. Okay. Sie führt uns zu den richtigen Hinweisen. Dahin. Dem Himmel der Frau nachgehen. Dem Hinweis der Frau nachgehen. Okay. Hier geht's nicht weiter. Nee, da will ich nicht hin. Hier nicht. Ist das da vorne? Ist da eine Insel? Da ist eine Insel. Da müssen wir hin. Okay, das ist jetzt arg dunkel, aber das passt schon. Moment. Das passt schon. Wir haben eine Fackel. Okay, ein paar Groschen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das eine Hinweistruhe ist. Was es irgendwo noch ergibt hier, Mensch. Aber wahrscheinlich, das könnte ich mir zumindest so vorstellen, hat die Mathilda hier mit dem Bruder des Bürgermeisters eine Affäre gehabt oder sowas. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh, ich muss nicht hoch. Aber was ist denn da? Moment.
Ach, ein Boot. Hier kommen wir wahrscheinlich hoch dann. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal hier vorne zu dem Punkt, der hier markiert ist. Staubhöhle entdeckt. Auftrag. Richtig, und ich betone noch einmal, es gibt keinen Grund für Gewalt. Schüchtert ihn ein, droht ihm seiner Gefährtin weh zu tun, irgendetwas. Ich bin mir sicher, ihr versteht euer Handwerk und stellt sicher, dass unter keinen Umständen Kontakt zwischen Panthers und meinem Bruder zustande kommt. M. PS, eure Bezahlung wurde am vereinbarten Ort hinterlassen. Ah, du Kacke! Die Scheiße! Okay. Das war knapp. Hier liegt er. Wo ist er denn? Ach da. Er hat einen Eisenharnisch. Eine Eisenschlachtaxt der Auslagerung. Das und Lederstiefel. Okay. Gut, das war der eine Söldner. Ich würde sagen, weil es so mega schlechtes Wetter ist, schlafen wir mal eben bis zum nächsten Morgen. Aber 10 Stunden sollten reichen. 6 Uhr müsste ja schon hell sein. Vertrauenserweckend, ne? Da, wo man gerade überfallen wurde, direkt nochmal eine Runde knacken. Aber es passt. So. Seelenstein, Oster, Ranzig, Messer. Ja, eine Menge gute Sachen. Nett, nett. Schauen wir uns mal hier ein bisschen rum. Oh, da geht's rein. Oha! Okay. Ich denke, ich sollte eine Fackel anmachen. Oh, da ist ein Draht gespannt. Entschuldigung, ein Draht gespannt. Oh, meine Güte. Ja, das macht die Cola. So, dann mal rüber. Werden 3 sein. Schnauze, ihr beiden, wir haben zu tun. Kroko will die neue Lieferung bis zur nächsten Mondwende haben. Und wir haben noch nicht mal eine Puderdose voll. Also ran an die Arbeit. Dämliches Weib. Oh, ich glaube, es sind 4 sogar. Ah, wie machen wir das jetzt? Ich könnte meinen Geisterwolf rufen. Dann habe ich aber nicht mehr 4 Mana. Die Hälfte gleich weg. Das ist egal. Wolf raus. Und jetzt schauen wir mal. Es sind 3. Okay. Mein Gott, Wolf. Ich sehe nichts. Den hat's zerlegt. Oh, alle! Die hier oben. Ach du gute Güte. Arkanistenfieber. Vorsichtig. Komme ich von hier dran? Ja gut, dann muss ich da eben kurz runter. Und raus. Mein Wolf! Hier steht aber auch manchmal im Weg, du. So, das heißt, wir haben hier jetzt Staubmischer. Staubmischer erlebt. Was sind Staubmischer? Ohrenkrone, Laterne, nein. Das ist alles mögliche komisches
blaues Zeug. Und wenn ich an die Pilze zu nah rangehe, dann kriege ich Arkanistenfieber. Oh, ich hätte hier sogar Feuer drauf schießen können. Habe das Elementar... Oh! Was macht die Kappe? Ich habe ja bisher nur so eine Alke... Vagabunden. Kosten weniger Mana. Ja, das ist ja mega. Das ist ja mehr als mega. So, jetzt nehmen wir noch die Sachen hier mit. Und... Glimmerkappenstaub und dessen Anwendung. Ach, guck mal, es ist gar nicht so viel. Bei meinen Untersuchungen des Glimmerkappenstaubs konnte ich folgenden Effekt feststellen, die sich insbesondere für die Giftküche eignen. Magische Energie, Schwächen, nützlich als Gift gegen Arkanisten. Magie widerstehen, nützlich für Schutztränke. Anfälligkeit für Gift erhöht die Effektivität anderer Gifte. Lähmungs- und Verlangsamungserscheinungen, nützlich als Gift gegen Stahlkrabben. Okay. Okay. Gut zu wissen. Kann man hier hoch? Kann man. Nice. Sehr schön. Spornkronen. Ja, ich brauche dich sowieso nicht mehr, Wölfchen. Es ist Ordnung, du kannst Pause machen. Um Friedenskraut zu rauchen, wählt eure Pfeife. Ach krass. Man kann rauchen. Das ist ja cool. Noch ein Alchemielabor, okay. Ja, dann sind wir hier auf der Seite fertig. Was ist auf der anderen Seite? Es kann nicht sein, dass wir da nicht eine Flasche rausnehmen können. Das ist so traurig. So, parieren. Kleiner Rucksack. Was macht denn ein kleiner Rucksack? FK, kleiner Rucksack. Erhöht Tragkraft. Oh, nett. Die gibt's hier also auch. Cool. So. Hier liegt nichts mehr. Hoppala. Und hier ist noch... Ah, sehr schön. Hier sind noch Sachen. Vor allem die Groschen. Noch mehr Groschen. Sehr schön. Wie viele Groschen habe ich jetzt eigentlich? Das ist 1000. Jo. Das ist nicht schlecht. Gut, dann haben wir die Staubmischerhöhle hier ausgeräuchert. Ich würde sagen, wir machen noch die Insel eben zu Ende. So, was passiert, wenn ich hier durchlaufe? Aha. Gut, dass wir das nicht beim Reingehen gemacht haben. So. Wie gesagt, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt noch, ob es die Insel zu Ende haben. Oh, 32. Ja, aber das passt. Das sollten wir hinkriegen. So. Wie viele... Lernpunkte habe ich 11, Handwerkspunkte habe ich 12. Können wir nächste Folge mal durch die ganzen Bücher gucken, welche wir davon benutzen können oder sinnvoll sind. Elementarmagie wäre halt sehr gut, wenn wir die weiter skillen. Weil wie es scheint, können wir hier über Bücher lernen nur. Ist hier nichts? Da! Eine Eisplanke. Nice. Hier geht's weiter hoch. So, hier ist nichts. Okay, da vorne ist noch was. Das sehe ich von hier. Da ist irgendeine Blume. Aber erstmal müssen wir einmal auf die andere Seite hier. Weil ich war noch nicht ganz oben hier auf dem einen Felsen. Kommen wir denn da hoch? Ich glaube gar nicht. Oh, da unten ist das. Vertürenzunge. Sehr schön. Sehr schön. Und das hier ist... Oh, leeres Fass. Schade. Ich hätte gehofft, dass da was drin ist. Okay. Welche Sachen? Komm schon. Ich will Krams. Gib mir Krams. Kein Krams? Ich meine, da ist noch eine kleine Insel, wo man auch ein bisschen was suchen kann.
Schlegel. Schlegel ist gut. Mit dem Schlegel können wir Fußboden verlegen. Und Einzelteile. Einzelteile sind auch immer gut. Glaube ich. Hoffe ich. So. Müssen wir doch hier eigentlich wieder auf den Berg rauskommen. Nicht hier längs, aber da vorne. Wusste ich's doch. So, in dem Zelt ist nichts, aber hier ist so eine Kiste. Magierlicht, Eisenpfeile und scharfe Holzfäller-Axt sowie ein paar andere Sachen. Nehmen wir alles mit. Gut. Da sind ja die Baldeswurzeln. Hatte ich mir nicht auch mal aufgeschrieben? Ach scheiße, ist nicht das, was ich mir aufgeschrieben habe, ist nicht das, was ich jetzt gefunden habe. Hier ist noch eine Bank. Nett. Hier hatte wohl jemand sein kleines Lagerchen. So. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch mehr Sachen finden. Oh, shit, shit, shit. Mist. Ja gut, nee, dann... Eigentlich würde ich noch gerne da ganz nach oben. Aber es muss einen besseren Weg geben. Es muss eigentlich einen besseren Weg geben. Vielleicht das hier? Nee, es ist zu schräg. Das meine ich zu schräg. Noch so eine Zunge. Guter Abenteurer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Nehmen wir alles mit. So, da ist die Anlaufstelle, wo ich hingeschwommen bin. Oder hergeschwommen bin. Ja, dann gehen wir jetzt noch auf die kleine Insel. Und schauen mal, was passiert. Ah, ja, ja. Eine Königskrabbe. Die verteidigt eine Kiste. Jetzt sah es so aus, als hätte ich die Kiste vor den Krabben verteidigt. Ist ja gut da hinten, ja? Verwitterte Truhe. Wasseratmungstrank. Ranzig. Mmh. Mit Stückchen. Lecker. Ist ein wenig salzig im Abgang, aber die Wirkung tut's. Bonus. Den Durchfall gibt es gratis dazu. Was soll man sich unter ranzigen Tränken vorstellen, Mann? Die müssen doch irgendeinen Nebeneffekt haben. Neben dem Arkanistenfieber. Was manche Tränke geben. So, es scheint hier nichts weiter jetzt sonst zu geben. Dann können wir eigentlich... Geht das? Ich kann nicht schnell reisen. Okay. Das heißt, wir müssen zurück zu Penthers Haus schwimmen. Dann machen wir mal von dem hohen Felsen hier. Ich hoffe, das geht. Ein Körper. Und nächste Folge geht es dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein und tschüss.